Ja, hi. Und zwar möchte ich gerne mit diesem Tutorial den 2x2x4 erklären, der ja, fast schon genauso simpel ist wie der normale 2x2, denn da gibt es Parallelen. Das Verrückte bei diesem Würfel ist, dass sich alle Ebenen gleich drehen lassen. Ne? Also so, hier und die hier. Ja, es gibt manche Würfel, bei denen ist das nicht der Fall. Da sind die dann die äußeren mit dem inneren Ding hier fest verwachsen, sodass sich die Form nicht wirklich ernsthaft groß verändert. Bei diesem Würfel ist es aber so, dass er auch so aussehen kann. Ja, sehen? Also ich mache es nochmal, ich verdrehe den mal irgendwie so ein bisschen. Und dann sieht er halt sehr, sehr verrückt aus. So. 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 Ja. Hoppala. Und er sieht jetzt ja schon sehr crazy-mäßig verdreht aus. So. Ich bin schon einer, der auch gerne diese Sachen selber irgendwie ausprobiert und guckt, ob er da irgendwie das versteht. Und ich mu muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht gecheckt. Also ich habe es ausprobiert und rumgedreht und dachte, ich schalte den mal so. Ja, und versuche dann hier unten irgendwie die Ebene zu lösen und so weiter. Das hat nicht geklappt und habe mir dann ein Tutorial angeguckt über YouTube und dachte, okay, das ist ja dann doch recht simpel und dachte mir, ich mache auch eins. Eins von vielen. So. Leider, und ich verstehe auch nicht, man sieht, es ist hier original von Rubik's Cube, haben sie die Farben verändert. Ne? Normalerweise wissen wir ja, gegenüber von Weiß ist, ist gelb, aber gelb ist nicht gegenüber, sondern blau ist gegenüber von weiß. Das Einzige, was gleich geblieben ist, ist, dass gegenüber von orange rot sein muss am Ende und gegenüber von gelb ist grün. So, das ist schon sehr ärgerlich und auch sehr nervig. So, das Ganze ist gar nicht so tricky, wie es aussieht, denn es ist im Grunde dieser hier. Wenn man das sich anschaut, in der Mitte habe ich einen 2x2x2 Würfel. Der Unterschied ist, dass zu diesem 2x2x2 Würfel halt hier jeweils noch Steine dazugekommen sind. Ja? Aber im Grunde ist das nicht mehr außer dieser Würfel. Und genau so muss man den halt dann auch lösen. Das heißt, ich gucke, dass ich den behandle wie einen 2x2x2 Würfel und ihn jetzt löse. Ich sehe zum Beispiel, hier habe ich. Was haben wir denn hier? Was nehmen wir denn? Ich habe hier Orange zum Beispiel. Ja, zwei Orangen schon nebeneinander. Ich weiß, dass dann hier oben rot sein muss. Ja, habe ich ja eben gesagt, gegenüber von der Grünen ist gelb. So, das heißt, die beiden kann ich schon mal als richtig nehmen. Ja, das ist jetzt mein unten. Sagen wir mal, dass diese beiden wären nicht unten, sondern nur einer. Dann sage ich, okay, das ist jetzt mein unten, mein Orange, das ist mein Startstein. Mit dem fange ich an. Und dann muss ich halt eben versuchen, den Rest dazu zu bauen. Also hier muss jetzt ein orange-gelber Stein hinkommen. Ja, das ist aber rot, orange-gelb. Da ist orange-gelb. Ja? So, den drehe ich also erstmal hoch in in die oberste Ebene. Muss den in Sicherheit drehen und reparieren. So, und jetzt muss ich mit dem Hamburger versuchen, den Stein runterzudrehen. Aber trotzdem natürlich die Regeln beachten, die wir gelernt haben. Jetzt guckt orange nach oben. Ja? Orange ist aber mein unten. Ja, beim 3x3-Würfel. 3x, 3x3 oder bei diesem Würfel jetzt hier wäre das ja eigentlich mein Weiß. Also Orange ist in diesem Fall hier mein Weiß. Wir haben ja gelernt, beim Hamburger-Move, beim zweiten Schritt, wo man die Ecken reinmacht, darf Weiß nicht nach oben scheinen. Hier in dem Fall Orange. Sondern muss zur Seite. Deswegen muss ich schon noch gucken, dass ich den irgendwie das zur Seite gekippt bekomme. Was ich jetzt gemacht habe. Ne? Ich habe es jetzt einfach zur Seite gekippt. Wie man sehen kann. So. Orange scheint in meine linke Hand, Hamburger Move. Und dann ist er eingesetzt. Fertig. Drehen wir den mal um, weil es fehlt mir nur noch einer, und zwar der grün-orangene Stein. Das ist grün-rot, der grün-orangene Stein muss woanders sein. Da ist er. So. Orange scheint hier auch zur Seite, also wieder Hamburger. Mit rechts diesmal. Ja, und dann ist die unterste Ebene schon gelöst. Diese Hand sind jetzt erstmal egal. Es geht jetzt nur um den 2x2 in der Mitte. Ne? Orange stimmt jetzt hier, grün stimmt und gelb stimmt. So, jetzt weiß ich,
Es geht oben weiter mit alles rot machen, weil wir wissen ja, rot ist oben. Ja? So, jetzt sehe ich, habe ich hier diese das Unendlich-Symbol. Dann muss ich, weiß ich ja, dass das gelbe, beziehungsweise in diesem Fall das rote Plättchen muss links dann sein. Und jetzt muss ich den Fisch-Move einfach machen. Einmal, dann habe ich den Fisch und dann nochmal, dann ist alles rot oben. So, Hamburger machen. Einmal vorfahren, rechts hoch, zweimal vorfahren, rechts runter. Und dann habe ich hier oben den Fischkopf. Ja, und jetzt sehe ich, dass das Plättchen links vom Kopf ist. Das heißt, ich muss den jetzt auch so halten und wenn links den Fisch machen, dann ist alles rot. Entschuldigung, habe ich einen Fehler gemacht? Achso, ne, hier. So. Da komme ich dann doch manchmal ein wenig durcheinander. Entschuldigung. Weil es halt so verwirrend aussieht. Also, das Blöde ist, meiner lässt sich auch wirklich schlecht reden. Nur Freund von mir, der lässt sich recht gut reden. Das ist vielleicht auch angenehmer. Da komme ich dann doch selber manchmal noch durcheinander, weil ich jetzt nicht genau weiß, habe ich jetzt den Schritt zu Ende gemacht oder nicht. Ne, bei allen anderen Würfeln kann ich das alles irgendwie also, wenn ich jetzt hier den 2x2 nehme, da ist der Fischmove dann recht schnell gemacht. Ja, also da kriege ich das dann halt ohne größere Probleme hin. Ja. So, ja, jetzt geht es halt darum, die Ecken richtig einzusetzen. Wie wir gelernt haben, es dürfen nicht zwei Ecken richtig sein, also mindestens darf nur eine richtig sein. Und dann nehmen wir jetzt mal diese hier, ne? Also die Ecke ist sozusagen jetzt richtig, grün stimmt, rot stimmt und die sind alle falsch. Ja, so. Jetzt wissen wir ja noch, ich habe ja gelernt, die springen so und wenn dieser grüne dahin springt, ist er noch nicht richtig. Der muss dahin. Also halte ich mir das Ganze auf die 3. Ja, die richtige Ecke, die ich habe. Und mache jetzt den L-Move. Links hoch, einmal im Uhrzeigersinn. Nochmal links hoch, dann kommt mein orangener Balken. Dann drehe ich den zweimal rum zu einem L. Dann duckt sich das L. Das Viereck kommt wieder. Das L kommt wieder. Der Balken kommt wieder. Und der Balken muss zweimal rumgedreht werden. So, und dann habe ich jetzt hier den 2x2 Würfel in der Mitte fertig. Und per Zufall habe ich jetzt auch sozusagen das hier fertig. Das passiert relativ häufig bei diesem Würfel. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen werde ich das natürlich jetzt verdrehen und zeigen, dass das auch anders aussehen kann. So, Beispiel. Ich habe jetzt hier in der Mitte alles schön fertig, den 2x2, und jetzt geht es darum, das hier fertig zu machen. So. Wichtig ist, ich versuche erstmal bitte weiß fertig zu machen und blau damit dann gleichzeitig auch fertig zu machen. Danach sortiere ich hier außen das richtig. So. Genau, jetzt zeige ich mal das, die Aktion, genau. Also. Wenn ich jetzt beim Versuch, das richtig zu machen, hier zum Beispiel feststelle, okay, das stimmt ja hier, ne? Gelb stimmt, blau stimmt, und jetzt sagen wir mal, hier ist jetzt erstmal egal, was da ist, sehe aber schon, das hier stimmt nicht. Ne? Also das hier stimmt ja, aber warum stimmt das nicht? Es gibt keine andere Möglichkeit, die sind auf der falschen Seite. Diese beiden hier, diese beiden blauen, die müssen hier hinkommen, da oben hin. Da unten haben die nichts zu suchen. Ja, egal wie ich das verdrehe oder was auch immer ich mache, wenn ich das versuche da rumzudrehen, das nutzt mir nichts. Ich kriege die nicht verändert. Die sind da unten falsch. Das heißt, da weiß ich jetzt schon, blau muss da oben hin. So. Das kann ich jetzt theoretisch einfach mal machen. Ich drehe es mal hoch. Zack. Zack. So, wenn ich nämlich jetzt die beiden hier mal zu gelb drehen würde, würde ich sehen, ah, hier stimmt rot, da steht orange, da müssen sie hin. So. Das nur am Rande. Jetzt geht es erstmal darum, hier fehlt jetzt der letzte. So, jetzt muss man halt ein bisschen ausprobieren und rumgucken, wie kriege ich sozusagen den letzten blauen hier connected. So, wenn ich jetzt hier wenn ich diesen weißen hier hochdrehe, wird der da oben sein. Und da ist so noch ein Single. Probieren wir es mal aus, wenn ich das jetzt so mache. Sicherheit drehe und so mache, hat es nichts gebracht. Okay. Selbst da bin ich noch manchmal ein bisschen blauäugig und versuche euch das jetzt sozusagen zu zeigen. Vielleicht bin ich ein bisschen verplant, ich habe keine Ahnung. Ja, warte mal.
Doch, so. Ne? Pass auf. Müsste eigentlich funktionieren. Ich werde es zeigen. Also, ich weiß jetzt, wenn ich den hier hochdrehe, ja, treffen die sich und bilden ein Paar. So. Ich weiß aber auch, dass der hier ist, den ich dann dabei nach unten drehe, auch beim Zurückdrehen wieder an diese Stelle kommt. Ja, und alleine ist. Sein Partner ist dieser da. Also, ich drehe den hier hoch und bringe die beiden zusammen. Drehe die sozusagen hier in Sicherheit. Und habe den ja, der vorher hier war, hier hingedreht. Wenn ich jetzt das Ganze hier wieder repariere, habe ich die beiden zusammengebracht. So, und jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass Weiß und Blau halt eben auf ihren Seiten halt eben sind. So, das mache ich folgendermaßen. Ich weiß jetzt, Blau muss nach unten, weil ich habe ja eben gesehen, die beiden Blauen müssen hier, gehören genau diese Stelle. Das heißt, die beiden müssen noch da unten hin. So, wenn ich jetzt zum Beispiel so mache, bringt mir das gar nichts. Ne? Deswegen drehe ich die an die Position, wo auch ihre Kollegen unten sind. Jetzt kann ich zweimal rumdrehen. Ne? Die Kollegen von oben nach unten holen und drehe die hier in Sicherheit hier unten und repariere meinen Würfel und schon habe ich Blau und Weiß zusammengebracht. So, jetzt gibt es einen Algorithmus, den man machen kann, um jeweils zwei so zu tauschen. Ja? Also die beiden sind jetzt zum Beispiel richtig. Wenn ich die beiden jetzt vertausche, ja, dann ist der Würfel richtig. Ja, also die drehen sich immer so, dass es dann immer richtig ist. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel gar nichts richtig ist, also es nicht mal zwei zusammen gibt, wie das hier unten der Fall ist, dann muss ich den einmal machen, danach habe ich ein Pärchen, das stimmt, kann mir das richtig drehen und den nochmal machen und danach ist der Würfel fertig. Das muss ich jetzt also dreimal machen, diesen Algorithmus. Und für den habe ich jetzt keine Eselsbrücke oder so, ich finde es halt irgendwie da sehr kompliziert, da jetzt irgendwie was auszudenken. Der ist nämlich im Grunde nicht schwer. Ja, okay. Ich werde jetzt auch in dieser Cube-Sprache natürlich das Ganze ja, sagen. Ja? Man macht sozusagen R2 U R2 U-Strich R2 U-Strich D R2 U-Strich R2 U, R2 und D Strich, Entschuldigung, D Strich. So, damit sehen wir, hier oben die beiden sind getauscht und das ist jetzt hier richtig. Ja, im Grunde dreht man immer nur zweimal runter und oben nach rechts und nach links und dann insgesamt an zwei Positionen muss man noch einmal unten drehen. Das ist aber wirklich, wirklich einfach. Ne? Ich werde ihn jetzt hier gleich unten, ups, hier unten einblenden. Brain fail. Und dann kann man sich den ja abschreiben. Der ist wirklich sehr, sehr einfach zu merken. Ja, wie gesagt, also hier in dem Falle ist es ja relativ wurscht, was ich hier mache. Ich werde versuchen, werde den jetzt einfach mal machen. So. Ja, wie gesagt, es geht los mit R2 U, R2 U-Strich, R2 U-Strich, D, R2 U-Strich, R2 U, R2, D Strich. So, immer unten ist noch alles richtig, wie man sieht. Und hier oben habe ich die beiden zusammengebracht. So, jetzt halte ich die mir so und die beiden hüpfen dann. Und dann ist der Würfel fertig. Ja, das mache ich hier noch einmal und dann ist der Würfel fertig. R2, U, R2, U Strich, R2, U Strich, D, R2, U-Strich, R2, U, R2, D-Strich. So, und dann ist der Würfel fertig. Das ist im Grunde das Tutorial für den 2x2x4. Upala, 2x2x4. Das ist ja mir aus der Hand gefallen. Ja, relativ simpel eigentlich. Man muss ein bisschen das Gehirn anstrengen und hat so ein bisschen Verwirrung, weil der Würfel halt dann so ganz verquer aussehen kann, nachdem man ihn verdreht hat, aber im Grunde ist das ein 2x2-Würfel, der super einfach ist.
Und danach muss man diesen einen Algorithmus kennen. Das war's.